Hallo und willkommen zum Überblicksvideo zu linearen Funktionen. Hier möchte ich in aller Kürze auf die wichtigsten Ecksteine und wichtigsten Inhalte zur Bewältigung von Aufgaben, vor allem im Hinblick auf die Matura, hinweisen. Der erste Punkt bei linearen Funktionen, der wesentlich erscheint, ist das Aufstellen von Funktionsgleichungen. Bekannt sein sollte die Gleichung schon, zur Wiederholung noch einmal die wichtige Darstellung f von x ist gleich k mal x plus d. Man hat es hier zu tun mit zwei Parametern k und d. Das heißt, will man eine Funktionsgleichung aufstellen, so sind zwei Informationen notwendig. Im Übrigen können das Punkte sein. Es kann genauso gut die Steigung und ein Punkt gegeben sein, beziehungsweise ein Punkt und der Ordinatenabschnitt d können gegeben sein. Jedenfalls müssen es zwei Informationen sein, die zu verwerten sind. Ein nächster wichtiger Punkt, der unmittelbar anschließt an das Aufstellen von Funktionsgleichungen, ist das Interpretieren der Parameter der Funktion. K heißt auch Steigung, d heißt auch Ordinatenabschnitt. Was bedeutet das rein formal? Die Steigung gibt an, bei Erhöhung des Arguments um 1, wie ändern sich die Funktionswerte. Das heißt, f von x plus 1 minus f von x, das Argument wurde um 1 erhöht, wie ändern sich die Funktionswerte? Und bei einer linearen Funktion ist das stets das konstante k, die konstante Steigung k. Der Parameter d lässt sich ebenfalls sehr leicht interpretieren, und zwar als Funktionswert an der Stelle 0. Setzen wir hier an der Stelle 0 ein, so ergibt sich k mal 0 plus d, oder eben f an der Stelle 0 ist d. Grafisch lässt sich das natürlich auch interpretieren. Der Graph einer linearen Funktion, in dem Fall einer steigenden linearen Funktion, hier hätten wir den Ordinatenabschnitt d sichtbar, f an der Stelle 0 ist eben d, beziehungsweise die Steigung, die sich im Steigungsdreieck zum Beispiel ergibt, als 1 und k. Erhöht sich also das Argument um 1, erhöhen sich die Funktionswerte um k. Womit wir sofort beim nächsten ganz wichtigen Thema anschließen, und zwar dem Zeichnen von Funktionsgraphen und dem Interpretieren dieser Parameter, nämlich auf grafischer Ebene. Zeichnet man den Graphen einer linearen Funktion, so reicht es aus, Kenntnis über zwei Punkte zu haben. Mit zwei Punkten lässt sich bereits eine Gerade zeichnen. Was bedeuten aber nun diese beiden Parameter? Welchen Einfluss haben diese beiden Parameter auf die Lage des Graphen? Und das möchte ich in zwei verschiedenen Varianten veranschaulichen. Und zwar einerseits haben wir es zu tun beim Parameter k, der verantwortlich ist für die Steigung. Ist dieses k größer als 0, so ist die Steigung also positiv. Ist die Steigung 0, so ist die Steigung konstant. Ist die Steigung negativ, so haben wir es zu tun mit einer fallenden Gerade. Genauso gut lässt sich auch der Ordinatenabschnitt d grafisch interpretieren.
ebenfalls wieder veranschaulicht in drei verschiedenen Beispielen. Einerseits, wenn die Funktion durch den Ursprung verläuft, nennt man sie auch homogen. Hier wäre der Ordinatenabschnitt genau 0. Ist der Graph nach oben verschoben, so ist der Ordinatenabschnitt größer als 0. Ist der Graph nach unten verschoben, so ist der Ordinatenabschnitt kleiner als 0. Weitere wichtige Punkte wären Berechnungen durchzuführen mit gegebenen Funktionen bzw. Anwendungsbeispiele zu betrachten. Hier geht es vor allem darum, bei gegebenen Funktionen beispielsweise den Funktionswert an einer bestimmten Stelle zu ermitteln. Also wie groß ist zum Beispiel der Funktionswert an der Stelle 5? Oder andersherum, wir suchen eine Stelle x0, die genau den Funktionswert 0 hat. Also wie groß ist diese Stelle? Das wären typischerweise Fragestellungen, die sich bei gegebenen Funktionsgleichungen stellen und beantworten lassen. Ein letzter Punkt, den ich ebenfalls noch anführen möchte, wäre die Überprüfung linearer Modelle. Was meine ich mit diesem letzten meiner insgesamt 5 Punkte? Bis jetzt sind wir davon ausgegangen, dass wir es immer zu tun haben mit einer linearen Funktion. Oft ist es so, dass in Anwendungsbeispielen zwar Daten gegeben sind, man aber nicht sicher ist, ob es sich um ein lineares Modell überhaupt handelt. Und man das diesbezüglich erst überprüfen muss. Dazu kann man zum Beispiel grafisch vorgehen, indem man die gegebenen Datenpunkte in ein Koordinatensystem einzeichnet und man zum Beispiel wie hier relativ rasch feststellen kann, die werden sich wohl nicht durch einen Graphen einer linearen Funktion beschreiben lassen. Andererseits gibt es auch ein rechnerisches Mittel, nämlich den Differenzenquotienten, der, wie wir wissen, in jedem Intervall einer linearen Funktion immer gleich der Steigung k sein muss. Überprüfen wir also den Differenzenquotienten, so muss sich die Steigung k, eine konstante Steigung k, in jedem Intervall ergeben. Ansonsten lässt sich diese Datenreihe nicht durch ein lineares Modell beschreiben. Das wären wichtige Eckpunkte, wichtige Inhalte, die es hiermit nochmals zu aktivieren gilt, um bei Beispielen, vor allem im Hinblick auf die zentrale Reifeprüfung, gut bestehen zu können.